Heute nehmen wir uns wieder die Zeit und wir wollen eine weitere Zuschauerfrage beantworten. Zu unserem Video mit den Ecklagern hat uns Helge gefragt, ob eines der gezeigten Ecklager auch seitlich verstellbar ist. Und ja, es ist so. Ich habe das Ecklager nochmal mitgebracht. Das ist eins von Roto mit einer Kugel. Und dieses Ecklager ist verstellbar. Ihr könnt mit einem Maulschlüssel 13 mm könnt ihr unter der Kugel ansetzen und könnt mit dem Maulschlüssel verdrehen. Dadurch, dass die Kugel außermittig angebracht ist, wird durch Verdrehen die seitliche Verstellung durchgeführt. Da beim Ecklager nur die seitliche Verstellung möglich ist, habe ich auch ein mögliches Flügelteil mitgebracht. Zusammen sehen sie so aus. Es gibt noch andere Varianten, aber es ist eine davon. Um die Höhenverstellung durchzuführen, müsst ihr beim Flügelteil von oben mit einem 4 mm Innensechskantschlüssel in die Innensechskantschraube hineingehen und ihr könnt durch rechtsrum bzw. linksrum drehen das Ecklager nach oben oder nach unten verstellen. Damit habt ihr in Kombination die Möglichkeit, das Fenster seitlich bzw. in der Höhe zu verstellen. Solltet ihr noch Fragen oder Hinweise haben, schreibt uns gerne einen Kommentar. Die gezeigten Ecklager, das Eckband und die Werkzeuge verlinke ich euch in der Videobeschreibung. Und wenn ihr wollt, abonniert gerne unseren Kanal. Ich freue mich aufs nächste Mal. Tschüss!